Im Leraner Hafen bei Ferrosmith läuft ein neues Schiff am Stapel. Die Werft hat es für die niederländische Reederei Forest Wave gebaut. I name this ship the FWN Antarctic. Die Reederei hat 6 solcher Schiffe bestellt. Das hier ist das dritte. Es soll künftig besonders lange Gegenstände wie Windmühlenflügel transportieren. Darum ist es auch selbst besonders lang. Und zwar 143 Meter.